Um mit der Kontemplation anzufangen, wollen wir die Achtsamkeit auf den Atem lenken für ein paar Momente. Wir wollen einmal in uns hineinschauen und feststellen, ohne jede Tadel, ohne jede Verschönerung, wie oft am Tage wir im Allgemeinen ablehnend über irgendeinen Menschen denken und empfinden. Ob das oft vorkommt, selten oder gar nicht. Wir können irgendeinen x-beliebigen Tag nehmen, wir können den heutigen Tag nehmen, den gestrigen, den letzten Tag bei der Arbeit, was immer uns am einfachsten erscheint festzustellen. Wie oft am Tage empfinden und denken wir negativ über irgendeinen anderen Menschen? Und wenn wir das gefunden haben, was geben wir vor uns selbst als Gründe an dafür? Und wenn wir diese Gründe festgestellt haben, einen oder mehrere, wollen wir sie uns einmal anschauen und versuchen zu erkennen, ob diese Gründe wirklich stichhaltig sind oder ob sie eventuell nichts anderes sind als ein Versuch, unsere negativen Gefühle zu rechtfertigen. Wir wollen jetzt auch einmal nachschauen, wie oft an irgendeinem x-beliebigen Tag, heute, gestern oder am letzten Arbeitstag, wir ein Gefühl der Zuneigung, der Freundschaft, der Zusammengehörigkeit, der Liebe für irgendjemand empfunden haben. Wie oft am Tag ist das geschehen? Überhaupt nicht? Selten oder öfter?
Und jetzt wollen wir einmal feststellen, bei welcher Gelegenheit wir glücklicher waren. Bei der Gelegenheit der Ablehnung oder des Ärgers, der Frustration oder der Aggression oder bei der Gelegenheit der Zuneigung, des Gefühls der Zusammengehörigkeit. Was hat uns mehr beglückt? Wenn wir feststellen können, dass uns das Gefühl der Zuneigung, der Freundschaft, der Zusammengehörigkeit, der Herzenswärme mehr beglückt, können wir uns einmal fragen, wieso wir das dann nicht öfter üben. Und da kann sehr leicht sein, dass die Antwort darauf ist, weil wir nicht öfter jemanden finden, dem wir diese Gefühle der Zuneigung schenken wollen. Wenn das die Antwort ist, können wir uns vorstellen, dass wir diese liebenden Gefühle auch verschenken können, ohne dass derjenige, dem wir sie schenken, besonders liebenswert in unseren Augen erscheint. Weil es nur unsere eigene Meinung ist, können wir uns das vorstellen. Kann uns bei dieser Vorstellung helfen, dass wir einsehen, dass jeder Mensch nichts anderes sucht als wir selbst. Glück und Frieden. Und es auf der weltlichen Ebene nie finden kann. Und wir ihn daher als einen Teil unserer Familie ansehen können, der Familie der Menschheit. Wenn wir uns diese Vorstellung vor Augen führen können, dass wir jemanden auch Liebe schenken können, der nicht besonders liebenswert erscheint, weil er denselben Pfad wie wir geht, können wir diese Vorstellung versuchen beizubehalten. Und immer wieder hochzubringen.
Der Buddha hat gesagt, dass das, was wir tun wollen, wir uns erst einmal vorstellen sollen. Können wir erkennen, dass unser eigenes Innenleben ruhiger, friedlicher, harmonischer wird, wenn wir uns mehr mit den positiven Gefühlen anderen gegenüber beschäftigen als mit den negativen? Und jetzt wollen wir einmal untersuchen, was geschieht, wenn wir uns über jemanden ärgern, jemanden ablehnen. Was ist im Allgemeinen die Ursache, der Anlasser? Entweder, dass wir nicht bekommen, was wir haben wollen, oder dass wir das bekommen, was wir nicht haben wollen. Können wir das an einem Beispiel in unserem Leben erkennen? Das kann sich um materielle Dinge handeln, das kann sich um die Beschaffenheit unseres Körpers handeln, Gesundheit oder Krankheit. Das kann sich um die Anerkennung von anderen handeln, um ihre Unterstützung. Es kann sich darum handeln, dass jemand etwas bekommt, was wir gern gehabt hätten. Wie reagieren wir mit unseren Emotionen darauf? Und ist uns schon klar, dass kein Mensch all das bekommt, was er haben will. Dass wir mit unerfüllbaren Erwartungen behaftet sind und daher nie, solange das der Fall ist, zur Ruhe kommen können. Können wir das daraus entnehmen? Können wir uns vorstellen, dass wir von jetzt an hier im Kurs und natürlich auch später so oft wie möglich am Tage uns daran erinnern,
dass wir anderen Menschen Liebe und Zuneigung schenken wollen und können. Um unser Herz in seiner Liebesfähigkeit zu stärken, um die Reinheit des Herzens zu erlangen. Und können wir uns vorstellen, dass dies eine sinnvolle und wertvolle Arbeit ist? Und wenn wir es schon probiert haben, haben wir gespürt, wie es Frieden in unser Innenleben bringt. Wir wollen die Vorstellung der Liebesfähigkeit unseres Herzens in uns verankern, sodass wir sie nicht vergessen, immer Zugang haben. Und üben können. Göttlichen Verweilungsstätten, die Reinheit des Herzens gesprochen, den Kampf um die Reinheit des Herzens. Die Reinheit der Sittlichkeit war das Erste. Dazu gehört, wenn man sich vielleicht noch erinnern kann, was allerdings schwierig ist. Ich weiß es ganz genau, es ist sehr schwierig, sich diese Dinge alle zu merken. Aber dafür gibt es ja dann Kassetten. Zur Reinheit der Sittlichkeit gehört, andere Menschen Eigentum wie einen Schatz zu behandeln. Weil es mag des anderen Schatz sein. Reinheit des Herzens haben wir über die unpersönliche und bedingungslose Liebe
gesprochen. Zu der Reinheit des Herzens gehören noch drei Emotionen. Die zweite heißt Mitgefühl. Bei Mitgefühl darf man nicht verwechseln, dass das nicht Mitleid ist. Und gerade in der deutschen Sprache ist das sehr deutlich. Denn Mitleid bedeutet ganz verdeutlicht im Wort, dass wenn jemand leidet, wir noch mitleiden. Wieso und warum ist eine zweite Sache, aber wir leiden auch noch mit. Das heißt also, dass wir statt einem Leidenden dann gleich zwei haben, was bestimmt nicht hilfreich ist. Aber Mitgefühl bedeutet etwas anderes. Es bedeutet, dass wir mit dem anderen mitfühlen können, also verstehen. Wir können den anderen verstehen. Nun ist es im Allgemeinen so, dass die meisten Menschen mit ihrem Mitgefühl warten, bis es jemandem sehr schlecht geht. Das ist aber total unnötig. Wieso darauf warten, bis es jemandem sehr schlecht geht? Bis es so deutlich ist, dass er entweder körperlich oder emotionell in einer fürchterlichen Lage ist, dass man dann Mitgefühl aufbringen kann. In Wirklichkeit hat jeder irgendwelche Schwierigkeiten. Sie mögen klein, mittler, größer oder sehr groß sein, aber irgendetwas hat jeder. Und wenn es auch nur, und nur ist bestimmt nicht das richtige Wort dafür, das Gefühl ist, nicht ganz erfüllt zu sein, nach etwas zu suchen, was man noch nicht hat. Etwas finden zu wollen, was nebulös ist oder gar nicht mal nebulös, aber nicht in Greifweite. Fast niemand kommt ohne die Schwierigkeiten des Körpers zurecht. Jeder hat irgendwann irgendetwas. Es gibt derartig viele Schwierigkeiten, die uns der Körper machen kann, von den kleinsten Unannehmlichkeiten bis zu den lebensbedrohenden Krankheiten, dass irgendwas irgendwann sich schon mal zeigt. Und sehr besonders deutlich wird das, wenn man eine Stunde ruhig sitzen soll, dann merkt man ganz deutlich, dass dieser Körper gar nicht mitmachen will. Außer man hat schon lang genug geübt und auch dann geht es auch sehr häufig noch nicht. Aber dann gibt es immer noch die anderen Dinge, sodass es überhaupt gar kein Zweifel ist, dass man nicht darauf zu warten braucht, bis jemand sich in so einer unangenehmen Lage befindet, dass er es gar nicht mehr zu übersehen ist und wir dann erst mit Mitgefühl aufwarten. Mitgefühl ist ein ständiger Begleiter, wenn wir unser eigenes Dukkha, unsere eigenen Schwierigkeiten einmal erkannt haben. Wenn wir unsere eigenen Schwierigkeiten so weit erkannt haben, dass wir sehen und verstehen, dass nirgends von außen die Schuld liegt, dass niemand sie uns verabreicht hat, sondern dass sie ein Teil der Existenz sind, dann ist Mitgefühl mit anderen eine Selbstverständlichkeit. Denn sie sind genauso ein Teil der Existenz wie wir selber und haben genau dieselben Schwierigkeiten. Sie haben vielleicht gerade in dem Moment einen anderen Namen, aber das ist doch alles. Schwierigkeit bleibt Schwierigkeit. Mitgefühl mit anderen bedeutet nicht, und das wird
auch häufig genug falsch verstanden, vielleicht sehr häufig sogar, dass man versuchen muss, zu beschönigen und zu beschwichtigen. Im Gegenteil. Wenn man versucht, zu beschönigen und zu beschwichtigen, so verwässert man das, was wirklich ist. Und es bedeutet auch, dass man mit seinen eigenen Schwierigkeiten überhaupt noch nicht zurande gekommen ist, sondern nur wünscht, dass sie weggehen sollten. Die denken gar nicht dran, wegzugehen. Das Interessante an unserem Dukkha ist, dass es überall hin begleitet. Und dass es erst verschwindet, wenn die Ich-Illusion verschwindet. Denn wenn keiner da ist, hat keiner Dukkha. Bedeutet nicht, dass dieser Körper verschwinden muss. Es bedeutet nur, dass das Bewusstsein, das diesen Körper, in diesem Körper lebt, dass das ein anderes geworden ist. Also zu beschönigen, zu beschwichtigen und versuchen, so zu tun, als wäre es gar nicht, oder es zu ersetzen mit etwas, was vielleicht angenehm ist, ist sinnlos. Denn es ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist, dass es schwierig ist, Mensch zu sein und noch viel schwieriger, ein guter Mensch zu sein. Und dass diese Schwierigkeit ein Kampf ist, ein Kampf um die innere Reinheit. Und nur wenn das erkannt ist in einem selber, ist man in der Lage, mit Mitgefühl anderen zu helfen. Mitgefühl mit anderen bedeutet nicht, wie man einem Baby versucht, Ruhe zu geben, indem man ihm irgendeine Süßigkeit gibt. Das kann man mit Babys machen, aber nicht mit erwachsenen Menschen. Wir brauchen keine Süßigkeiten. Was wir dringend brauchen, ist Einsicht, Verständnis für uns selbst. Und in dem Moment, wo wir das haben, haben wir es auch für andere. Und wenn wir es für andere haben, dann können wir ihnen nur behilflich sein mit unserem Mitgefühl, wenn wir uns selber schon geholfen haben, unser Dukkha zu erkennen und zu wissen, auf welcher Ebene und auf welchem Übungspfad es vermindert wird. Dann sind wir hilfreich. Das heißt also, nur mit der nackten Wahrheit. Die nackte Wahrheit, die sowieso eine Notwendigkeit ist, vor allen Dingen im spirituellen Leben, diese nackte Wahrheit, die kann uns helfen und dem anderen auch. Und auf keinen Fall brauchen wir darauf zu warten, bis jemand schlecht geht. Auf keinen Fall ist Mitgefühl, anderen Menschen zu zeigen oder zu sagen oder in irgendeiner Weise zu verdeutlichen, dass ja alles in Wirklichkeit in Ordnung ist. Auf der Ebene der Illusion ist nichts in Ordnung. Kann nicht in Ordnung sein. Wir jagen einem Phantom nach und sind ständig enttäuscht. Weil wir können die Erwartungen, die wir an das weltliche Leben stellen, niemals erfüllen. Die sind unerfüllbar. Und dennoch wird immer wieder und überall angepriesen, was es alles gibt. Es gibt überhaupt kein Magazin mehr, wo das nicht angepriesen wird. Was es alles gibt, um uns wirklich mal glücklich zu machen. Und all das gibt's nicht. Wie ich schon einmal sagte, es könnte eventuell mal eine Pause verursachen. Aber das wäre es auch schon. Mitgefühl bezieht sich nicht auf die Pausen. Mitgefühl bezieht sich auf das, was wirklich ist. Und
Es ist sehr wichtig, äußerst wichtig, den Unterschied zu erkennen, ob man mit Mitgefühl und Hilfsbereitschaft, das gehört zum Mitgefühl dazu, die Wahrheit, die unverfälschte Wahrheit zeigt, oder aber ob man sich einredet, dass Mitgefühl bedeutet, dass man, so wie man seinem Kind sagt, das ist ja gar nicht so schlimm. Es ist sehr schlimm. Vielleicht sollten wir mal überlegen, was alles wirklich auf der menschlichen Ebene geschieht, auf der zwischenmenschlichen. Tagtäglich, angefangen von dem Neid, den wir in uns tragen, der Selbstbehauptung und Selbstverherrlichung, das ist ein ulkiges Wort, Selbstverfraulichung geht nicht, ne? Nein, Selbstverherrlichung. Angefangen davon bis zu den Feindseligkeiten, Argumentationen, Machtergreifungen und gegenseitiger Zerstörung. Das zu verschönern und zu beschwichtigen, ist absurd. Es ist schwierig und das muss man einmal akzeptieren. Und nichts in der Welt gibt es auf der weltlichen Ebene, das das in Ordnung bringen kann. Nur im Bewusstsein, im spirituellen Bewusstsein, nur da können wir was ändern. Das Bewusstsein regiert die Welt. Da können wir etwas ändern. Mitgefühl ist eine Bewusstseinsebene. Sie muss darauf basiert sein, dass wir mit uns selbst Mitgefühl haben. Dass wenn wir in uns erkennen, was wir für Schwierigkeiten haben, und jeder hat so seine besondere Art und Weise der Schwierigkeit, aber im Prinzip haben wir alle die gleichen. Und wenn wir das erkannt haben, uns nicht entweder tadeln, beschwichtigen oder verschönern, sondern Mitgefühl haben. Und dieses Mitgefühl, was wir dann mit uns selbst haben, wird uns nicht davor zurückhalten, das, was wir in uns finden, zu verändern. Und wenn wir das gemacht haben, dann können wir anderen mit unserem Mitgefühl helfen. Mitgefühl für einen praktizierenden, erwachsenen Menschen ist nicht, was man zu einem Kind sagt, wenn es hinfällt und weint. Natürlich tut es dem Kind weh. Und dann sagt man, ach, es ist ja gar nicht so schlimm. Und wenn es noch kleiner ist, dann haut man das Tischbein an, dass es angestoßen ist. Böses Tischbein. Das kann man mit kleinen Kindern machen. Dann sind wir entwachsen. Wir müssen die Wahrheit anschauen. Das Tischbein kann überhaupt nichts dafür. Wir sind dagegen gelaufen. Keiner kann was dafür. Überall sind Fallen, in die wir bewusst oder unbewusst hineintapsen. Bewusst, wenn uns klar ist, dass wir uns von unserer Begierde ruhig hinreißen lassen. Unbewusst, wenn wir gar nicht wissen, was wir tun. 90% der Zeit unbewusst. Und dennoch ist es eine Falle. Ob wir wissen, dass wir hineingehen oder nicht, ist ganz egal. Da gibt es eine sehr schöne Gleichnis dafür. Auch heutzutage werden in Indien immer noch Affen in einer Falle gefangen,
die aus einem Zweiggeflecht besteht, das am Anfang einen schmalen Zugang hat und am Ende sich vergrößert. Und in dem größeren Ende liegt eine Süßigkeit. Und Affen essen sehr gerne Süßigkeiten. Und wenn der Affe diese Süßigkeit riecht und erspäht, dann steckt er seine Pfote da hinein in das schmale Ende, ergreift die Süßigkeit und will die Pfote zur Faust geballt wieder rausziehen. Kann er aber nicht. Er ist gefangen. Alles, was er zu tun brauchte, wäre, die Süßigkeit loslassen. Kommt er ohne weiteres wieder raus. Macht er aber nicht. Das sind die Fallen, in die wir immer wieder hineinkommen. Und dann kommt der Jäger und holt sich diesen Affen. Die sind ja mit uns verwandt, habe ich gehört, die Affen. Aber wir brauchen diese Verwandtschaft gar nicht erst zu suchen. Wir wissen ganz genau, was gemeint ist. Und jemand erzählen, dass es gar nicht schadet, sich diese Süßigkeit zu holen. Das ist wohl heller Wahnsinn, ne? Das kann doch nicht stimmen. Das eine Süßigkeit macht es nicht, man kann ja ruhig mal eine. Man ist gefangen. Also aufpassen. Was bedeutet Mitgefühl wirklich? Wie kann man es für sich selbst haben? Auch da spielt natürlich die Toleranz für sich selber und die Akzeptanz eine Rolle. Das Erkennen, aber nicht, dass man dann das so weit akzeptiert und man gar nichts dagegen tut, sondern einfach nur erkennen, dass es schwierig ist. Es gibt Schwierigkeiten. Mitgefühl mit anderen ist alleine darum schon gegeben, weil jeder gerne am Leben bleiben will und keiner es schafft. Und das genügt doch schon für Mitgefühl. Weiter braucht man sich ja gar nichts mehr zu überlegen. Aber dann so zu tun, als ob das gar nicht stimmt, das ist absurd. Natürlich stimmt's. Selbstverständlich möchte jeder gerne am Leben bleiben und selbstverständlich kann es keiner schaffen. Oder aber zu wissen, dass jeder gerne ständig glücklich sein möchte, es garantiert nicht ist, genügt doch auch schon. Und je unangenehmer sich ein Mensch zeigt, so im Allgemeinen kann man davon ausgehen, so unglücklich, je unglücklicher ist er. Ein glücklicher Mensch ist im Allgemeinen auch ziemlich friedfertig. Ein wahrhaft glücklicher Mensch ist nur der Erleuchtete. Aber es gibt ja da auch gewisse Abstufungen davon. Je glücklicher, desto friedfertiger. Das lernt man übrigens alles in den Meditationen, in den meditativen Vertiefungen, von denen wir sprechen werden, genau kennen. Denn wenn man keine Wünsche hat, ist man friedlich, nämlich zufrieden. Je mehr Wünsche man mit sich herumträgt, desto unruhiger ist man. Und diese Unruhe verbreitet sich. Dass wir ganz bestimmte, jeder einzelne von uns eine ganz bestimmte Ausstrahlung hat. Das wird einem besonders klar in einem Schweigekurs. Denn sehr häufig ist das vollkommen übertüncht von der vielen Rederei. Aber wenn gar nicht gesprochen wird oder nur sehr wenig, dann spürt man die Ausstrahlung der anderen Menschen viel deutlicher, die man sonst auch spürt, aber vielleicht nicht ganz so deutlich. Und diese Ausstrahlung, die wir haben,
Das ist das, womit wir unsere Umwelt entweder beschmutzen oder läutern. Denn wir sind alle voneinander abhängig. Wir sind alle aufeinander angewiesen. Und man kann noch so sehr versuchen, sich hinter irgendwelchen Worten zu verstecken. Ein Mensch, der etwas Verständnis hat, lässt sich davon niemals täuschen. Man spürt den anderen. Und diese Ausstrahlung, die wir haben, ist unser Bewusstsein. Und das Bewusstsein regiert die Welt. Was wollen wir für eine Welt? Was hätten wir gerne? Was immer es sei, wir müssen es machen. Im Allgemeinen glauben die Menschen sehr häufig, dass die Welt von Politikern gemacht wird. Die haben auch ihre Ausstrahlung. Und was sie machen, sind sehr häufig Gesetze. Ist das die Welt? Es macht zwar die Welt etwas schwieriger, sehr häufig, und es verursacht mehr Bürokratie, aber das ist nicht die Welt. Die Welt spielt sich bei uns innen ab. Und das ist das, was wir ausstrahlen. Unser Innenleben. Und das ist das, womit wir auch mit anderen harmonisieren oder auch nicht. Schöne Worte bringen gar nichts. Schöne Worte gehören in Gedichte. Da sind sie angebracht. Aber in unser Innenleben gehört nur die Wahrheit. Und das Wort Mitgefühl ist ja an sich ein total prosaisches Wort. Und wir benutzen es auch gar nicht so im Sprachgebrauch. Aber es ist ein ganz deutliches Gefühl. Und es erleichtert unseren zwischenmenschlichen Beziehungen enorm. Es macht nämlich Folgendes. Wenn uns jemand ganz besonders nervt, und das sollte ja wohl vermutlich alle Tage oder alle zwei Tage vorkommen, oder wenn wir uns gerade über jemanden besonders geärgert haben, wir sollen das ja ersetzen. Nun, Ärger und Ablehnung mit Liebe zu ersetzen, ist zwar eine sehr schöne Idee, aber das ist nun nicht immer gleich möglich. Da muss man schon sehr gut praktiziert sein. Aber mit Mitgefühl zu ersetzen, ist eigentlich gar kein Kunststück. Wenn man sich daran erinnert, dass dieser Mensch, der uns gerade in unseren Kreisen stört, für uns die Sonne verdeckt, dass dieser Mensch genau dasselbe sucht wie wir selbst, dass er genauso viele Schwierigkeiten hat wie wir selber, dass er sie zwar auf eine Art und Weise von sich gibt, die uns stört, aber das ist ja nur eine persönliche Meinung. Vielleicht jemand anders ist gar nicht davon so gestört. Wir würden uns natürlich freuen, wenn jemand sagt, ja, er ist genauso gestört davon, aber das muss ja nicht der Fall sein. Und mit diesem Menschen daher es viel einfacher haben, auszukommen, als uns über diesen Menschen zu ärgern. Denn erstens einmal gibt es viel zu viele Menschen, über die wir uns ärgern können. Also die Möglichkeiten sind viel zu verbreitet. Und zweitens mal schaden wir uns selbst. Ärger ist schädlich. Der Buddha hat Ärger mit einer Gallenkrankheit verglichen. Passt auch in die deutsche Sprache genau hinein, denn wir sagen, mir kommt die Galle hoch. Und wem schon mal die Galle hochgekommen ist, der weiß, dass das grässlich schmeckt.
Wir schaden uns selber. Ärger schmeckt grässlich. Aber so tun, als ob wir uns nicht ärgern, nutzt auch nichts. Oder so tun, als ob Ärger überhaupt nicht existiert, ist noch schlimmer. Aber man muss ja auch nicht ihn beibehalten, sondern dieses Ersetzen mit dem Gegenteil ist auf der Ebene des Mitgefühls viel einfacher, wenn wir uns daran erinnern, wie schwierig wir es oft haben, so genauso schwierig hat es der andere, wie wir etwas suchen, was wir noch nicht bekommen haben, ständiges Glück, ständigen Frieden, wie der andere genau dasselbe gern hätte. All das und am Ende der Tod. Wahrscheinlich zu einer Zeit, wo er ganz unerwünscht ist. Das genügt, um den Ärger, die Ablehnung in Mitgefühl umzuwandeln. Und schon ist die Schwierigkeit verschwunden. Aber nur auf der Ebene der Wahrheit.